Alle Kameras auf mich fokussieren, bitte. Ja. Also ich gebe Ihnen wieder einen kleinen Zwischenbericht von den Koalitionsverhandlungen. Heute stehen wir auch wieder so wie gewohnt. Ich auf dieser Seite, da gab es ja letzte Woche gewisse Verwirrungen. Gut, ja, es ist so, dass die FPÖ, namentlich Herr Strache, sich also um die kleinen Leute mehr kümmert, während wir die großen Themen im Blick haben, auch im Sinne unserer Sponsoren. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass die nicht zu kurz kommen. Aber es ist ja nicht so, dass die kleinen Leute nur kleine Probleme haben. Nein, wir haben sehr vielen kleinen Leuten jetzt das Leben gerettet, indem sie nach wie vor rauchen dürfen und wir sind eine Lösung. Ich möchte mir dafür danken. Danke, ich möchte mich bedanken. Ich bin eine schwere Raucherin seit 4 Jahren. Ich wollte nur, von welcher Vergangenheit sprechen Sie da? Sind es die 40er, 30er? Ja, 4 zu 3 ist die richtige Antwort. Links und rechts dieser schwarze Balken, so war das Fernsehen früher. Ja? Und heute braucht jeder ein Breitbildfernsehen. Ja? Wozu ich das weiß ich gar nicht. Ja? Da braucht man dann so ein digitales Kästchen. Ja? Und die arme Oma zum Beispiel im Altersheim, die nie jemand besucht, die hat nur Antenne gehabt und die gibt es nicht mehr. Ja? Und ehe für alle da jetzt diese digitalen Kästchen kommen, bauen wir wieder Antennen auf, so wie das früher war. Er hat jetzt Ehe für alle gesagt, aber das heißt nicht, dass wir die Ehe für alle einführen wollen. Also das haben wir auf keinen Fall vor. Der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, die Ehe für alle kommt, auch in Vorarlberg. Und der Landeshauptmann von Vorarlberg, der Markus Wallner, ist eher kritisch. Fragen wir jetzt, wie er das sieht im Moment. Ja, wenn Sie sich wundern, warum ich hier mit dieser Kostümierung komme. Ja, die Indianer, die kennen 5 verschiedene Geschlechter und nicht nur 2. Und Sie wissen, wie das geendet hat für die Indianer. Also Glück sind da auf meiner Seite. Huck, ich habe gesprochen. Ja, Ehe für alle ist nichts für uns. Naja, ich bin ein typischer Mann, der sich nur für Sport und Gelfrisuren interessiert. Und ich muss aber sagen, ich habe gar nichts gegen die Ehe für alle. Und ich glaube, unsere Professorenrunde ist genau dieser Meinung, oder? Mit einer Sicherlichkeit. Also, ich muss auch sagen, allalong wird es allmählich Zeit, auch für einen Roman Wallner zum Beispiel, der was sich da fürchtet vor die 5 Geschlechter. Weil er glaubt, es gibt nur 2, also ich habe lange geglaubt, es gibt nur 2 Fälle in der deutschen Sprache und mittlerweile weiß ich, dass es 5 sind. Und ich weiß sie alle zum Benützen. Alle. Ja, jetzt kommt ein fernsehhistorischer Moment. 2 Personen, ohne die diese Sendung überhaupt nicht funktionieren würde, möchten nun öffentlich um die jeweilige Hand des anderen anhalten. Also bitte. Wir freuen sich für die Kameras. Zoom her. Gib mir einen Fokus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nächstes Jahr feiern Sie 20-jähriges Bestehen. Maschek!